Hallo und herzlich willkommen auf meinem Fußboden. Heute machen wir mal was, für das wir ein bisschen mehr Platz brauchen. Und zwar geht es in diesem Video um Planertaschen. Es gibt ja Leute, die mögen es, wenn ihr Philo quasi gemeinsam mit ihnen altert. Und es gibt ja auch Modelle, bei denen sich das anbietet, wie zum Beispiel der Morden. Aber bei meinen Originals mag ich das gar nicht und ich fühle mich sicher, wenn irgendein Schutz um den Plan ist, wenn ich ihn in der Tasche habe. Vor allen Dingen, da ich meistens Rucksäcke benutze und da alles wild durcheinander fliegt und ich da auch Flaschen drin habe und so gemeine Sachen. Und man muss nicht immer eine teure Tasche kaufen. Man kann auch einfach das nehmen, was man zu Hause findet. Und ich zeige euch einfach mal verschiedene Möglichkeiten, die ich inzwischen alle schon durch habe, beziehungsweise was ich aktuell benutze. Mein erster Planerschutz war diese Tasche hier. Das ist so ein kleiner Jutebeutel. Den habe ich mal bekommen, als ich im Geschäft was gekauft habe. Das heißt, sie hatten keine Plastiktüten, sondern diese Beutelchen hier. Das ist natürlich ein sehr dünner Stoff. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schutz um den Planer und ich finde ihn eigentlich von den Farben her sehr schön. Es passt auch einiges rein, also ich kann auch noch Mäppchen mit transportieren und habe dann quasi so ein kleines Planer-Kit gepackt und alles zusammen in meinem Rucksack. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Dann habe ich festgestellt, dass ich noch mehr solche Beutelchen habe. Und zwar diese hier, das sind, ich weiß nicht, eben Kosmetiktäschchen. Zumindest habe ich sie damals gratis dazu bekommen, als ich mir bei der MAC Tartan Tail LE was gekauft habe. Das ist auch ein relativ dünner Stoff. Allerdings lassen die sich oben sogar verschließen und zuziehen. Den gibt es hier auch nochmal für den A5. Und zack. Da habe ich jetzt den Orange zum Beispiel gerade drin. Die sind eigentlich auch keine schlechte Alternative, aber wie gesagt, der Stoff ist auch sehr, sehr dünn. Und das ist zum Beispiel einfach aus der Kategorie, was ich zu Hause gefunden habe. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken, wo kann ich denn meinen Planer reinstecken. Dann, um quasi etwas mehr Schutz zu haben, habe ich mir bei HEMA dieses iPad-Case hier gekauft. Das lässt sich schon mal rundherum mit einem Reißverschluss schließen, was bei den anderen Taschen nicht möglich war. Und es ist eine sehr dick gepolsterte Tasche. Das heißt, der Planer hat einfach schon mal mehr Schutz und ich kann mehr anderen Kram in meinen Rucksack schmeißen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. So sieht das Ganze von innen aus. Genau, mit dem Personal zusammen passt auch locker noch ein Mäppchen mit rein. Für den A5 passt es nicht wirklich. Ich zeige euch das mal. Ich dachte erst, hey cool, das geht ja auch. Allerdings scheitert es wirklich um Millimeter. Wie ihr seht, es sieht schon fast aus, als wäre es verschwunden. Aber der kleine Verschlussschnüppel guckt hier durch. Also ich kann es sogar schließen, nur da ist dann echt Stopp. Und ich kann es auch nicht quetschen, beziehungsweise wer will das denn schon, um seinen Planer nicht zu verletzen. Also es scheitert wirklich an Millimetern. Naja, aber vielleicht, es gibt ja noch andere iPad-Cases als das aus der HEMA. Und vielleicht findet ihr ja eins, in dem auch euer A5 passt. Dann habe ich quasi geupgradet und habe mir Taschen nähen lassen. Meine ersten selbstgenähten Taschen waren von Mavi Handmade. Das ist auch ein Mitglied aus der Philofax Deutschland Gruppe gewesen. Allerdings ist sie nicht mehr aktiv. Das heißt, von ihr könnt ihr keine Taschen mehr bekommen. Diese Tasche ist aus einem Jersey-Stoff, das heißt sehr, sehr dehnbar. Ihr könnt euren Planer also locker moppeln. Ja, die Tasche habe ich relativ lange benutzt. Ich hatte da auch mal irgendwie Schokolade dran. Peinlich. Aber ich habe mich nicht getraut, sie in die Waschmaschine zu schmeißen und habe es dann halt im Waschbecken einfach per Hand gewaschen. Und ich finde, das sieht man der Tasche jetzt nicht wirklich an. Hier habe ich dann auch nochmal eine in A5. Die finde ich passt einfach unvergleichlich gut zu meinem Fluoro Pink.
mit diesem kleinen Gehschass hier innen. Und ja, das war dann eigentlich so ein Produkt, mit dem ich auch sehr lange sehr zufrieden war, beziehungsweise ich mag die immer noch. Man kann das natürlich auch schichten, also ich kann natürlich jetzt auch den Planer, der jetzt so schon geschützt ist, dann hier reinstecken, um wirklich sicher zu gehen, gerade wenn man Getränke mit im Rucksack hat. Und dann habe ich aber noch was gefunden. Zack, und zwar diese Taschen hier. Die wurden mir von der Sally genäht und die sind außen mit Kunstleder. Das ist auch viel leichter zu reinigen, das brauche ich nur mit einem feuchten Lappen abwischen. Die haben hier dann auch schon einen Verschluss mit einem Druckknopf. Zack, und hier innen ist es dann bunt. Das Leder gibt es auch in allen Regenbogenfarben. Aber wie ihr schon bei meinen Jersey-Taschen gesehen habt, mag ich das, wenn meine Planertaschen außen schwarz sind. Damit denen wirklich nichts passiert. Also helle Taschen, glaube ich, würde ich niemals kaufen. Ich kenne mich ja. Hier passt auch auf jeden Fall noch ein Mäppchen mit rein. Ich zeige euch das gerade mal. Und zack. Und ich habe da all meine Muji-Stifte drin. Also es sind auch nicht gerade wenig. Es würde aber auch mit so einem runden Mäppchen gehen, weil ich glaube, diese super flachen sind verhältnismäßig selten. Und zwar, also ich habe, wie ihr seht, gut experimentiert. Genau, kann man das dann hier oben drauf legen und zuknipsen. Das passt sogar total gut zu dem Druckknopf, das Mäppchen. Das ist dieses Mops-Mäppchen von H&M. Und da habe ich richtig viele Stifte drin. Und zwar all meine Paper Chase Gel-Stifte. Und ja, wie ihr seht, in A5 näht sie auch, beziehungsweise auch für die Webster's Pages Planer, die ja ein bisschen höher sind. Und dann kommen wir zu den letzten Taschen, die ich habe. Und das sind wirklich wahre Kunstwerke. Und zwar diese hier. Die sind von Eumelies Zaubernadel. Ich habe sie auch über Facebook gefunden. Und fangen wir mal mit der Personal Tasche an. Ich habe mir zwei Stoffe ausgesucht, also den schwarzen und den mit den Sternen. Und ihr dann halt gesagt, dass ich gerne diese Tasche mit den vielen Taschen hätte. Und das mit den vielen Taschen ist wörtlich zu nehmen. Also ihr könnt hier links und rechts was reinschieben. Ihr könnt hier oben was reinschieben. Also da passt auch meine ganze Hand rein. Nicht wenig. Und hier hinten habt ihr sogar noch eine Reißverschlusstasche. Da habe ich mir jetzt noch diesen kleinen Charme dran gemacht. Aus Spaß an der Freude. Und wie ihr seht, sie ist sehr reich an Details. Also ich habe zum Beispiel hier diese coole Naht. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht, weil ich auch überhaupt nicht nähen kann. Die zweimal, die ich an der Nähmaschine meiner Mutter saß, ist danach die Nadel abgebrochen und ich wollte nur geradeaus nähen. Das hat mich jetzt für immer traumatisiert. Ich bin raus. Und die geht hier nach oben mit so einer Lasche auf. Und da steckt dann mein Planer dran. Hier hinten passen Stifte auch ohne Probleme rein von der Höhe. Perlstift. Und zwar ungefähr so. Hier geht das auch nach oben weiter. Also das ist jetzt nicht fest angenäht. Ich finde das total faszinierend. Wahrscheinlich, weil ich so gar nicht nähen kann. Das war also dann die Personal-Tasche. Und ich habe auch eine für den A5. Und die finde ich ja vom Design umwerfen schön. Also ich stehe total auf diesen Stripe-Stoff. Dann geht es auch hier nach innen wieder auf, nach oben und eine riesen Reißverschlussfläche. Also keine Ahnung, was ich da alles reintun könnte. Ich werde es irgendwann mal ausreizen. Dann seht ihr, hier ist auch wieder diese Verschlusslasche. Die ist außen schwarz und innen gestreift. Und seht ihr diesen Druckknopf? Ich finde das der Knaller. Sogar der ist schwarz und weiß. Also ist richtig schön gemacht. Und der Monochrom passt ja wohl wie die Faust aufs Auge zu dieser Tasche hier. Und ich habe festgestellt, also diese Tasche ist ja wirklich groß. Und ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Ich kann da komplett einen Personal drin verschwinden lassen. Zack. Das heißt, es wäre auch was für die Leute, die ein Zweiplaner-System benutzen. Ich finde es total faszinierend. Richtig, richtig cool. Und ja, das war die letzte Tasche, die ich euch zeigen wollte.
Also von was ich zu Hause gefunden habe bis habe ich mir anfertigen lassen, ist alles dabei. Ich verlinke euch die zwei Facebook-Seiten von dieser Stofftasche hier und der Kunstledertasche in meiner Infobox. Und ich würde gerne von euch wissen, wie ihr das so seht. Also ist euer Planer nackt und ihr sammelt fleißig Kratzer oder habt ihr auch eine Tasche? Wenn ja, würde ich natürlich total gern sehen, welche. Falls ihr einen Instagram-Account habt, würde ich gern mal versuchen, den Hashtag PhiloFliLovesPouches einzuführen. Den schreibe ich euch auch nochmal unten in die Infobox und ich freue mich auf all eure Planerbilder. Tschüss!